Schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren oder nur Herren, wie auch immer. Vielleicht finden ja auch noch einige Damen den Weg zur Vortragsbühne, wo jetzt der Vortrag über Licht für die Welt beginnt. Beim Schneeregen freue ich mich jedenfalls trotzdem sehr oder umso mehr hier drinnen zu sein in der Halle und freue mich auch, dass so viele Interesse am Vortrag von Licht für die Welt zeigen. Ich denke immer Qualität vor Quantität, oder? Das ist das Wichtige. Ob wir jetzt 100 sind oder 3, das Wichtige ist, dass die, die da sind, auch Freude am Vortrag haben und an dem, was wir zu präsentieren haben. Mein Name ist Patrick Hafner. Ich bin Kommunikationsleiter bei Licht für die Welt. Mittlerweile seit über 10 Jahren und das nach wie vor mit, ja, ich würde sogar sagen, noch größerer Motivation als vor 10 Jahren. Wir sind eine österreichische, international tätige Fachorganisation mit 2 großen Arbeitsschwerpunkten. Einerseits setzen wir uns ein für blinde und augenkranke Menschen. Hier geht es um Prävention und Heilung von Blindheit. Auf der anderen Seite setzen wir uns ein für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Rehabilitation von Kindern mit Behinderungen. Alles in Entwicklungsländern mit eben den Schwerpunkten, dass wir Blinde vor ihrer Erblindung heilen durch Operationen, durch augenmedizinische Behandlungen natürlich. Wir bauen Augenkliniken auf, wir identifizieren eben aber auch Kinder mit Behinderungen und bieten diesen Kindern Rehabilitationsmaßnahmen, damit sie in die Schule gehen können, damit sie am Leben teilhaben können. Warum in Entwicklungsländern? Das ist ganz einfach. In Entwicklungsländern gibt es einfach eine viel, viel höhere prozentuelle Anzahl oder Anteil von Menschen mit Behinderungen oder blinden Menschen. Wir haben weltweit 39 Millionen blinde Menschen. Davon leben 90% in Entwicklungsländern. Also 9 von 10 blinde Menschen leben in Entwicklungsländern. Warum? Weil es einen direkten Zusammenhang zwischen Armut und Blindheit, Armut und Behinderung gibt. Armut bedeutet, wie Sie wissen, schlechtes Trinkwasser sehr oft, Mangelernährung, schlechte hygienische Bedingungen. All das führt zu Erkrankungen oder zu Mangelerscheinungen, die in der Folge wiederum Blindheit verursachen. Und das kombiniert mit einer Unterversorgung im medizinischen Bereich führt dazu, dass eben ein sehr, sehr großer Anteil von Menschen blind sind. Und das, jetzt kann man sagen, das Schlimme daran und auf der anderen Seite das Gute daran, aus vermeidbaren Gründen. Also über 3/4 der Blinden in Entwicklungsländern könnten wir heilen oder vor Blindheit bewahren. Ich mache ein Beispiel. Es gibt in Österreich circa einen Augenarzt auf 12.000 Menschen. In Ländern wie Äthiopien oder Burkina Faso oder Mosambik ist es so, da gibt es im Durchschnitt einen Augenarzt auf über 1 Million Menschen. Also stellen Sie sich vor, in Österreich, in ganz Österreich circa 5 Augenärzte. 4 davon arbeiten in Wien, weil in der Hauptstadt, da bringt es einfach mehr. Da gibt es mehr Patienten, aber das würde ich nicht sagen, aber es gibt vielleicht auch noch Möglichkeiten, sich etwas dazu zu verdienen. Und für ganz Restösterreich gibt es einen Augenarzt, der vielleicht in Salzburg sitzt oder vielleicht in Bregenz oder vielleicht in Innsbruck, weiß man nicht. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind blind und müssen von Salzburg nach Wien zu Fuß gehen, damit Sie überhaupt zu einem Augenarzt kommen. Das ist Realität in afrikanischen Ländern. Das passiert im Moment. Und da setzen wir an mit unserer Arbeit, mit dem Prinzip oder dem Grundsatz Hilfe zur Selbsthilfe, schauen wir wirklich vor Ort mit lokalen Partnern augenmedizinische Strukturen aufzubauen. Wir unterstützen Augenkliniken, bilden Fachpersonal aus, ermöglichen Operationen, damit da wirklich langfristig sich für die Zukunft was ändert.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist in Afrika. Also wir sind weltweit tätig, haben mittlerweile weltweit 168 Projekte, die wir fördern. Aber wirklich ein großer Schwerpunkt ist in Afrika, in afrikanischen Ländern. Und dort eben in drei Schwerpunktländern, Burkina Faso, Äthiopien und Mosambik. Danke. In unseren Hilfsprojekten weltweit erreichen wir pro Jahr über 1,3 Millionen Menschen mittlerweile. Wir ermöglichen über 50.000 Operationen am Grauen Star. Und wir können über 50.000 Kinder mit Behinderungen weltweit Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen schaffen. Ich möchte Ihnen jetzt Einblick geben, wie das Ganze funktioniert und wie unsere Arbeit ausschaut. Und das am Beispiel von Äthiopien. Ich war selber vor einiger Zeit eben in Äthiopien, dann im Norden Äthiopiens in Gondar. Und ich möchte Ihnen da anhand dieser Projekte darstellen, wie die Arbeit funktioniert. In Gondar im Norden des Landes haben wir schon vor über 10 Jahren eine Augenabteilung aufgebaut, eine Augenklinik, die mittlerweile zur Universitätsaugenklinik geworden ist. Also sie ist eine von nur drei Kliniken, die auch Augenärzte in Äthiopien ausbilden. Äthiopien ist ein sehr großes Land. Es hat ca. 90 Millionen Einwohner. Für mich ein wirklich faszinierendes Land von der Landschaft, von den Menschen, von der Vielfalt der Landschaft und natürlich auch von der Vielfalt der Kulturen und der Menschen vor Ort. Die Bedingungen, Äthiopien gehört nach wie vor zu den ärmsten Ländern der Welt. In urbanen Gebieten, vor allem auch in Addis Abeba, sieht man mittlerweile auch natürlich Fortschritt, Entwicklung. Ich muss auch sagen, im Sinne Infrastruktur, Stromversorgung wird es zunehmend besser. Auch die augenmedizinische Versorgung in Äthiopien hat sich in den letzten 10 Jahren um einiges gebessert. Allein die Anzahl der Augenärzte wurde innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. Trotzdem, auch hier, wie im afrikanischen Durchschnitt, gibt es einfach noch zu wenig Versorgung und zu viele blinde Menschen. Der Norden Äthiopiens, gerade rund um Gondar, ist sehr gebirgig, ein sehr hügeliges Gebiet. Der Großteil der Menschen lebt von der Landwirtschaft. Also es sind Kleinbauern, die in kleineren Siedlungen zum Teil leben, in ländlichen Gebieten, dort kleine Felder bestellen, um für den Lebensunterhalt, für die Ernährung der Familie oder von sich selbst zu sorgen. In dem Zusammenhang ist es natürlich umso verständlicher, was für ein Problem Blindheit darstellt. Wenn ich heute für mein eigenes Überleben verantwortlich bin, dass ich meine Felder bestelle, selber ernten kann, wenn ich das nicht mehr tun kann, ist wirklich schnell mein Leben bedroht und es geht wirklich ums Überleben der Familie und nicht nur unter Anführungsstrichlein, um eine Verschlechterung der Lebenssituation. In Gondar selber unterstützen wir meine Augenklinik. Hier sieht man den Warteraum. Diese Augenklinik in Gondar ist eine Augenklinik, eine Augenabteilung mit guter medizinischer Ausrüstung. Wir bilden eben auch augenmedizinische Fachkräfte aus. Es werden hier wirklich alle Behandlungen von der Grundversorgung bis hin zu Operationen durchgeführt. Man sieht hier eben einen klassischen Sehtest, der gemacht wird, oder eine Augeninnendruckmessung. Sehr wichtig bei der Früherkennung auch von Glaukom, dem grünen Star, der ja auch eine sehr, sehr häufige Blindheitsursache darstellt. Es werden auch einfache Sehtests durchgeführt,
in Ländern wie Äthiopien, eben mit Hilfe dieser E-Tafel. Ist natürlich wenig sinnvoll, mit Buchstaben zu arbeiten bei sehr, sehr hohen Analphabetenraten. Daher wird mit diesen E-Tafeln gearbeitet. Der Patient, wie bei einem Sehtest, geht auf die Distanz und zeigt dann dem Augenarzt an, in welche Richtung das E offen ist, in welche Richtung das E zeigt. Und somit kann auch hier die Sehschärfe erkannt werden. Es wird hier auch einige betreffen, was bedeutet es, schlechter zu sehen? Man beginnt schlechter zu sehen oder stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten keinen Zugang zu einer Brille. Heute fragt sich bei uns kein Mensch mehr, was, ich soll blind werden oder nahezu blind, nur weil ich keine Brille bekomme. In Ländern Afrikas ist das ein Problem. Es gibt funktionale Blindheit, weil Menschen einfach gar keinen Zugang zu einer Brille bekommen. Auch hier setzen wir an und versorgen Menschen mit Sehbehelfen und mit Brillen. Ganz wichtig bei der Arbeit, die größte Unterversorgung gibt es natürlich in ländlichen Gebieten. Und es bringt jetzt offen gesagt sehr wenig, wenn wir irgendwo eine Klinik hinstellen und die Leute wissen nichts davon oder haben überhaupt keine Chance, zur Klinik zu kommen. Weil es keine Transportmöglichkeiten gibt, weil es natürlich keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, wie bei uns, oder es sonst Schwierigkeiten gibt. Was machen wir? Wir bauen Augenkliniken, Augenabteilungen auf, aber dann organisieren wir mobile Hilfseinsätze. Das heißt, das Ärzteteam fährt in die ländlichen Gebiete, in kleinere Bezirksdörfer, um dort wirklich Menschen zu untersuchen. Es werden dort Menschen direkt vor Ort behandelt und damit kommt die augenmedizinische Hilfe zu den Menschen. Das ist ganz, ganz wesentlich und ganz grundlegend in der Arbeit. Das ist der Eindruck, wie es dann, den die Ärzteteams vorfinden während diesen mobilen Hilfseinsätzen. Hunderte Menschen, die oft auf augenmedizinische Behandlung warten. Diese medizinischen Hilfseinsätze werden vorher angekündigt von den Dorfältesten oder auch in der Kirche, wo auch immer, wird bekannt gemacht, dass ein Ärzteteam vor Ort sein wird. Es sind natürlich auch immer sehr, sehr vielfältige Eindrücke, die Menschen hier begegnen. Von jung bis alt kommt alles zur Untersuchung, zu den Versorgungen. Und es wird dann mit ausgebildeten augenmedizinischen Helfern, mit ausgebildeten Augenärzten, mit den Behandlungen begonnen. Und sehr, sehr häufig eine oder die häufigste Blindheitsursache in Entwicklungsländern auch festgestellt. 50% der blinden Menschen in afrikanischen Ländern und in Entwicklungsländern sind blind aufgrund vom grauen Star. Jetzt wissen viele von Ihnen, der graue Star ist auch eine Erkrankung, die bei uns sehr häufig auftritt. Also in Österreich ist die graue Star-Operation die am häufigsten durchgeführte Operation. Es ist eine Alterserscheinung, die eigentlich fast jeden irgendwann trifft. Nur bei uns in Österreich wird kein Mensch blind aufgrund vom grauen Star. Beim grauen Star, was passiert? Die Linse im Auge besteht hauptsächlich aus Proteinen und im Zuge der Alterserscheinungen verhärtet sich dieses Protein, es verklumpt und damit wird die Linse, Sie können sich das vorstellen wie eine Milchglasscheibe. Also die Sicht wird zunehmend trüb, weil einfach kein Licht mehr durch die Linse auf die Netzhaut kommt. Das heißt, das Auge ist völlig intakt, aber dadurch, dass kein Licht mehr durchkommt, ist ein Sehen nicht mehr möglich. Das schaut dann so ähnlich aus. Es beginnt mit einer Trübung in der Mitte des Sehfeldes, die weitet sich aus, bis es eigentlich zu vollständiger Blindheit führt. Man
über einen gewissen Zeitpunkt vielleicht noch hell-dunkel unterscheiden kann, aber irgendwann wirklich vollständig blind ist. Das Positive, das Gute am grauen Star, der graue Star kann mit ziemlich überschaubaren Mitteln, mit einfachen Mitteln behandelt werden und operiert werden. Es wird beim grauen Star einfach diese getrübte Linse entfernt und durch eine Kunstlinse ersetzt und damit kann der Mensch wieder sehen. Bei mobilen Hilfseinsätzen schaut das so aus: Es wird ein einfacher Operationssaal aufgebaut mit sehr einfachen Mitteln, die Flamme zum Teil zur Sterilisation oder ja, von Instrumenten verwendet. Und es wird dann der Patient auf die Operation vorbereitet. Sie sehen, über dem Auge mit Klebestreifen wird das kranke Auge oder das Auge, das operiert werden muss, markiert. Und in dem Fall geht Saf, ein Großvater aus einem umliegenden Dorf, wird eben hier auf die Operation vorbereitet. Dieser Vorgang ist die sogenannte Okulopression. Da wird auch mit einem sehr, sehr einfachen Mittel, mit einem Tennisball, der wird relativ mit Druck aufs Auge draufgebunden, damit der Augeninnendruck reduziert wird. Somit, wenn man dann den Einschnitt im Auge macht, tritt weniger Flüssigkeit aus dem Auge aus und es werden damit Komplikationen vermieden. Auch wenn der Operationssaal sehr einfach ist, er erfüllt seinen Zweck. Es ist ein portables Mikroskop mit. Sie sehen hier, werden gleich zwei Patienten, ein Patient wird gerade operiert, der zweite Patient wird daneben schon auf die Operation vorbereitet, damit wirklich im Viertelstundentakt operiert werden kann. Eine Operation am grauen Star, wie Sie hier sehen, wird dieser Linsenkern, der trübe Linsenkern, entfernt und dann mit einer durch eine Kunstlinse ersetzt. Das Ganze dauert 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten, kostet durchschnittlich 30 Euro. 30 Euro, mit denen man einem Menschen, der vorher blind war, das Augenlicht wiedergibt und eigentlich wieder ein neues Leben schenkt. Am schönsten und ja, das Lohnende an der Arbeit sind die Bilder der Menschen danach. In dem Fall geht es auf. Ich finde es immer sehr, sehr beeindruckend und sehr bewegend, wenn man Menschen sieht, die vorher mit eingefallener Haltung vielleicht nur vor der Hütte sitzen, die eigentlich keine Möglichkeit haben, dort in den Gemeinschaften am Leben noch teilzunehmen, nachher wirklich aufstrahlen, aufgehen. Der Gezaf hat danach wirklich von einem Ort zum anderen gelacht. Er hat begonnen, wie ein Wasserfall zu reden und uns zu erzählen, wie es ihm geht. Und ein sehr schönes, symbolisches Bild dazu. Gezaf wurde von einem Familienmitglied, von seiner Tochter, zum mobilen Hilfseinsatz gebracht, am Stock geführt. Also sie ist vorausgegangen, hatte einen Stock und er wurde hinten an diesem Stock geführt. Nach der Operation greift er zu seinen Stiefeln und greift zu genau diesem Stock, aber jetzt als Gehstock und tritt alleine den Heimweg an. Das bewirkt die Hilfe von Licht für die Welt. Das bewirken Operationen am grauen Star. Ein Mensch vorher und nachher, der das Glück in diesem Fall hat, dass es augenmedizinische Versorgung gibt. Ich möchte jetzt mit Dr. Smart Ese, und das ist mir eine besondere Freude, dass er heute hier ist, über eine besondere Geschichte sprechen, beziehungsweise möchte er uns Teile seiner Geschichte erzählen. Smart Ese kommt aus einem Land, indem es zu der Zeit diese medizinische Versorgung für ihn nicht gab.
und der damit auch einen sehr besonderen Bezug dazu hat. Hallo Smart. Hallo. Dr. Smart Ese, und wir werden jetzt einige Episoden aus seinem Leben hören, ist im Moment, ich will einmal sagen, Pensionist. Kann man das so sagen, Smart? Genau. Zufriedener Pensionist nach, ich will sagen, einem sehr erfüllten Leben im Dienste oder auch, wo er sehr, sehr viel getan hat für andere. Smart Ese hat ein Buch geschrieben. Und Smart, wenn du erlaubst, mir hat der Einstieg zum Buch schon sehr gut gefallen, wo du schreibst, für meine Leser. Ich bin der Überzeugung, dass zweifellos jeder Mensch eine Geschichte über sich zu erzählen hat. Meine Geschichte aufzuzeichnen, dazu wurde ich aber von Leuten ermutigt, die mich meine Geschichte erzählen hörten, bei vielen Gelegenheiten und vor unterschiedlichem Publikum. Ich habe meine Geschichte jungen Leuten in Schulen bei Workshops erzählt, erwachsenen Männern und Frauen in öffentlichen Podien, im Radio, Fernsehen und in Zeitungen. Sie haben meine Geschichte interessant gefunden und wert, immer wieder erzählt zu werden. Ich stimme mit Ihnen überein, dass meine Geschichte ein echtes Beispiel dafür ist, wie man den Herausforderungen des Lebens während unserer Reise von der Wiege bis zum Grab die Stirn bietet. Smart, du hast vorgeschlagen, dass wir auch als Episode deines Buches einmal zurückgehen in deine Heimat und von den Marktfesttagen im Dorf erzählen. Dann bitte ich dich vielleicht dazu, zu beginnen. Also, Mikrofon ist da. Danke schön, Patrick. Und ich danke dir auch, dass du bereit bist, einige Stellen von diesem Buch, meine vier Welten, also zu erzählen, vorzulesen. Also, Licht für die Welt, also Patrick hat Ihnen jetzt gerade vorher erzählt, was Licht für die Welt macht. Wie Licht für die Welt, also die Erblindung, die Blindheit bei Menschen zu vermeiden arbeitet. Und Menschen das Licht, das Sehen wieder ergibt. Aber bei mir war es nicht so, weil diese Hilfe habe ich damals nie gehabt. Ich bin nicht blind geboren. Meine Blindung ist durch Unfall geschehen. Vor vielen Jahren hat es in meinem Land, in Nigeria, mein damaligen Land, Nigeria, Krieg gegeben, ein Bürgerkrieg. Und ich war damals noch ganz jung und mein Stamm hat sich losgelöst von Nigeria, hat eigene Republik ausgerufen. Aber die Zentralregierung wollte das nicht, hat den Krieg gegen Biafra deklariert. Und ich wurde zum Militär, wie jeder andere Junge. Und im Laufe des Krieges, also habe ich mein Augenlicht verloren. Aber ich bin im Dorf, ich habe im Dorf gelebt, lang gelebt, wo ich geboren bin. Und unsere Feste im Dorf sind doch ein bisschen anders als hier, durch das Klima. Und ich möchte zum Beispiel, dass Patrick Ihnen eine Stelle von über unsere Markttag, das Fest, wenn unser Markttag an einem Sonntag reinfällt, haben wir das gefeiert. Und so haben wir das gemacht. Patrick, kannst du bitte vorlesen? Also übrigens, das ist in meinem Buch beschrieben, meine vier Welten. Und besteht aus vier Episoden. Und diese Episode, das ist Zauber der Kindheit. Wie wir unser Markttagfest feiern im Dorf.
Von allen kulturellen Festlichkeiten unseres Dorfes freute ich mich am meisten über das neue Jamsfest, das Jahresendefest und die Feier unseres Markttages, der an einem Sonntag einmal alle 2 Monate stattfand. Ob ich im Haus meines Großonkels war oder im Haus meines Vaters, trafen wir entsprechende und genaue Vorbereitungen für diese Ereignisse. Am Morgen des eigentlichen Festes beschäftigten sich Mütter und ihre Kinder intensiv in der Küche mit dem Stoßen und Mahlen verschiedener Gewürze mit Stößel und Mörsern zur Vorbereitung von verschiedenen Arten spezieller Speisen. Anhaltend stampfende Töne aus den Küchen der verschiedenen Haushalte erfüllten die Luft im Dorf wie die Musik eines Volkstanzes. Mütter bereiteten allerlei Arten von köstlichen Soßen, Gemüsesuppen, afrikanischen Ölbohnensalat zu und kochten eine Menge an Reis, Yams, Kokoyams und Kasawa. Ich half meiner Stiefmutter oder der Frau meines Großonkels, die Yams, Kokoyams und Kasawas zu zerstampfen, die wir zu den Gemüsesuppen aßen. An diesem Tag trugen alle Bewohner des Dorfes, besonders die Kinder, ihre besten und neuen Sonntagskleider. Als Kinder gingen wir von Haus zu Haus, tanzten und sangen unseren Wunsch, dass das Essen unsere Mägen füllen sollte, statt in den Kochtöpfen zu bleiben. Die Leute gaben uns großzügig Essen und kleine Beträge Trinkgeld. Wir aßen viel zu viel. Besonders vom afrikanischen Ölbohnensalat, sodass wir oft am folgenden Tag in der Schule Bauchweh hatten. Ja. Also so habe ich gelebt, die Erfahrung im Dorf. Ich war ein Dorfkind, ja, ein Bauernkind. Und durch den Krieg, also als ich im Krieg war und mein Augen verloren habe, bin ich ich war so enttäuscht, ja. Ich habe nie gewusst, was ich machen sollte. Aber aufgrund einer humanitären Aktion der Gemeinde Wien bin ich mit 9 anderen Biafra-Kriegsversehrten Soldaten nach Österreich eingeladen zu zur medizinischen Behandlung. Und wie ich diese Nachricht erfahren habe, im Spital, im Busch, an der Front, in Biafra, Patrick, könntest du mir nur eine Stelle hier vorlesen, wie ich diese Nachricht erfahren habe, nach Österreich zu kommen für diese medizinische Behandlung. Ich lese zuerst dieses Stück, die größte Überraschung in meiner verzweifelten Lage mit meiner plötzlichen Erblindung. Für mich eine sehr, sehr bewegende Stelle, Smart, die du da in deinem Buch schreibst. Ich wartete und wartete. Als Tage und Wochen im Spital vorübergingen, kam meine Sehkraft nicht zurück. Jedes Mal fragte ich die Ärzte, wann ich mein Sehvermögen wieder zurückhaben könnte. Sie sagten, ich sollte mich nicht quälen. Es würde alles in Ordnung sein. Aber nach mehreren Wochen konnte ich meine psychische Frustration und Enttäuschung nicht länger unterdrücken und weiter an das glauben, was mir die Ärzte erzählten. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich den Rest meines Lebens blind sein konnte, im Anbetracht meines jugendlichen Alters. Ich begann schlaflose Nächte zu haben. Mein Kopf war voll negativer Gedanken. Ich kam zu dem Schluss,
dass mein Leben nicht mehr wert war, gelebt zu werden. Ich bat meinen jungen Assistenten, mir meinen Rucksack zu holen, in dem ich meine persönliche Habe hatte, einschließlich einer Pistole. Aber der Junge schien meine Absichten erraten zu haben, weil er wusste, dass ich im Rucksack meine Pistole hatte. Ich vermutete, er hatte zu Recht den Verdacht, dass ich mir vielleicht als Soldat mein Leben nehmen würde. Das erste Mal seit unserem Zusammentreffen weigerte der Junge sich, meine Instruktionen auszuführen. Also, bist du fertig damit? Okay. Das war so eine Überraschung, dass ich dann also nach Österreich gekommen bin. Und in Österreich habe ich gehofft, dass die Ärzte mein Augenlicht retten, dass sie mein Augenlicht wiederherstellen. Aber das war nicht mehr möglich. Ich bin zu spät gekommen und sie haben mir gesagt, das geht nicht mehr. Aber ich habe gemerkt, also das war nicht dort. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und als ich das Spital im Linz Augenkrankenhaus verlassen habe, also die Augenklinik im Linzer Krankenhaus verlassen habe, bin ich in ein Blindenheim überführt worden und von dort aus habe ich also die Blindenschule im zweiten Bezirk besucht. Dort habe ich also Verschiedenes gelernt, wie ich jetzt als Blinder mein Leben weiterleben kann. Und da habe ich also Verschiedenes gelernt auch, also sogar wurde ausgebildet als Betriebstelefonist, aber ich wollte nicht aufgeben. Denn als ich in Nigeria war, war ich Elektriker. Aber diesen Beruf kann ich jetzt nicht mehr ausüben. So habe ich aber gehört, dass es eine Möglichkeit gibt, auch als Erwachsener, also die Matura zu machen hier. Und so habe ich also eine Matura-Schule besucht im 15. Bezirk am Henriettenplatz. Das war das Bundesrealgymnasium für Berufstätige. Da habe ich also die Matura gemacht. 8 Semester lang habe ich das besucht, diese Schule. Und nachher habe ich also in Wien an der Universität studiert, bis zum Doktorat. Und nach dem Doktorat, nach meinem Studium, war ich auf Arbeitssuche. Und das war nicht leicht. Und Patrick, kannst du mir diese Stelle vor dieser Stelle vorlesen, wo ich verzweifelt war bei meiner Arbeitssuche nach meinem Studium? Die Stelle hast du nicht. Okay, die Stelle mit dem. Okay, dann habe ich also, ich war ganz enttäuscht, denn an verschiedenen Stellen, bei verschiedenen Arbeitgebern war ich und keiner war überzeugt, also dass ich als Blinder arbeiten konnte, überhaupt also mit meiner hohen Qualifikation. Und so, nachdem ich so enttäuscht war und verzweifelt war, hoffnungslos, habe ich eines Tages unseren damaligen Bundeskanzler angerufen und um seine Hilfe. Ich wusste nicht, ich wollte ihm einfach nur erzählen über meine Lage. Und ich möchte, dass Patrick Ihnen vorliest aus dem Buch diese Begegnung mit unserem Bundeskanzler Kreisky. Ich schätzte die Handlungen verschiedener Personen, mir zu helfen, den Herausforderungen mittels des Sehens mit dem geistigen Auge zu begegnen, sehr hoch ein. Wie ein Bekannter vorgeschlagen hatte, hob ich eines Morgens im Februar 1980 kühn den Telefonhörer ab
und rief den österreichischen Bundeskanzler Kreisky zu Hause an. Zu meinem Erstaunen kam er selbst ans Telefon, obwohl er gerade frühstückte. Es war erst 8:30 Uhr. Ich stellte mich schnell vor, nicht ganz sicher, wie seine Reaktion ausfallen würde. Er erinnerte sich an mich, den vollkommen blinden Afrikaner, der nur ein paar Monate vorher, im Dezember 1979, an der Universität Wien mit einem Doktorat in Philosophie promoviert hatte. Über dieses Ereignis war weit und breit in lokalen und nationalen Nachrichtenmedien berichtet worden. Ich schilderte dem Bundeskanzler kurz meine Enttäuschung über die Schwierigkeiten, eine Anstellung seit der Promotion zu bekommen. Er hörte geduldig zu und bat mich, seinen Pressesprecher anzurufen, um einen Termin zu vereinbaren, an dem ich ihn in seinem Büro aufsuchen sollte. Am Morgen des vereinbarten Tages um 10 Uhr kam ich mit dem Taxi vor dem Tor am Ballhausplatz an, dem Büro des Bundeskanzlers. Ich stieg aus dem Taxi und der Sicherheitsbeamte begleitete mich zum Empfangstisch, wo der Pressesprecher schon auf mich wartete. Wir grüßten einander und gingen gemeinsam durch den Korridor zum Hauptbüro und Sprechzimmer des Bundeskanzlers. Die Tür zum Sprechzimmer öffnete sich und wir traten ein. Es war ruhig und leer. Ich konnte wahrnehmen, dass es für einen Anlass hergerichtet war. Ein starker Duft des aromatischen Wiener Kaffees und köstlicher Mehlspeisen lag in der Luft. Der Pressesprecher half mir zu einem bequemen Polstersessel und ich setzte mich nieder. Die Sekretärin kam herein und bewirtete mich mit einer Tasse Kaffee und einigen Mehlspeisen. Sie sagte, der Kanzler würde in Kürze bei uns sein. Ich war gerade dabei, meinen Kaffee auszutrinken und den Kuchen aufzuessen, als der Bundeskanzler eintrat und direkt auf mich zuging. Ich wollte schnell aufstehen, aber er bat mich höflich, sitzen zu bleiben. Schließlich konnte ich nicht widerstehen, aufzustehen, als ich bemerkte, dass er bereits vor mir stand. Er schüttelte mir die Hand und ging zu einem Sessel, um sich zu setzen. Die Atmosphäre im Raum war ruhig und freundlich. Aber ich war voller Unruhe, obwohl gelassen und versuchte sehr angestrengt, meinem Geist einzuprägen, dass ich fähig sein müsste, mich in einer sehr klaren und verständlichen Sprache auszudrücken. Die UNO hatte mehrere ihrer Programme in ihrem neu errichteten dritten Hauptsitz in Wien untergebracht. Eines davon war das Zentrum für soziale Entwicklung und humanitäre Angelegenheiten. Deren Abteilung für behinderte Menschen war für die Organisation von Veranstaltungen für das Begehen des Internationalen Jahres der Behinderten verantwortlich. Der Bundeskanzler überlegte eine Weile und plötzlich sprudelte er brillante, hervorragende Ideen heraus. Ich wäre gut platziert, bei den UNO-Bemühungen für die Befolgung der Gesetze im Internationalen Jahr der behinderten Menschen mitzuwirken. Seine Schlussfolgerung basierte auf der Tatsache, dass ich aus einem Entwicklungsland stammte und als selbstbehinderte Person eine wertvolle Kraft sein konnte, ein guter Motivator für Regierungen und nichtstaatlichen Organisationen, sowohl in entwickelten als auch in Entwicklungsländern. Smart, ist dir diese, wie hast du deine Rolle gelebt in diesem Zusammenhang oder auch danach in deinem Leben, selbst betroffener, blinder Mensch aus einem Entwicklungsland für diese Anliegen hier in Europa, in Österreich auch einzutreten? Na, das war, also das habe ich, so gemacht, dass ich dann also wirklich durch diese Ermutigung von dem Bundeskanzler und von anderen Leuten, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, mitzuwirken, zu arbeiten bei den Vereinten Nationen
für so viele Jahre lang bis zu meiner Pensionierung. Erstens als Fachmann für humanitäre Angelegenheiten und dann als Fachmann für Presse und Information und Verwaltungsoffizier für Konferenzen und Fachmann für Zivilangelegenheiten in Drogenkontrolle und Verbrechensbekämpfung. Und diese Rolle habe ich wirklich gut verstanden, dass ich, meine auch durch das Schicksal, dass ich also plötzlich diese Rolle bekommen habe, also anderen Menschen zu helfen und als Vorbild für andere Menschen in ähnlicher Lage oder noch in gleicher Weise. Und das habe ich gemacht, also bis zu meiner Pensionierung. Und am Ende dieser Geschichte habe ich reflektiert darüber, wie also so ein Dorfmensch in einem afrikanischen Dorf, in einer armen Familie aufgewachsen. Mein Vater hat keine Möglichkeit gehabt, also mir diese Möglichkeit zu geben, weil er nicht das Mittel gehabt hat. Und dass plötzlich durch das Schicksal, dass ich in einer Position gelandet bin, wo ich anderen Menschen helfen kann. Und das hat mich auch also bewogen, nach meiner Pension bei Licht für die Welt mitzuarbeiten, ehrenamtlich. Und ich möchte, also wie ich das Buch also abgeschlossen habe, Schluss des Buches habe ich also bei reflektiert über das Ganze und habe das Buch so beendet. Hast du das, diese Stelle auch? 275? Okay. Vielleicht kannst du noch. Was soll ich noch? Lieber Smart, wir haben jetzt, sind zum Ende unseres Teils angelangt, aber ich würde dich einfach bitten, vielleicht in einer Minute oder in ein paar Sätzen deine Schlussfolgerung, die du im Buch geschrieben hast, einfach in deinen Worten für uns kurz zusammenzufassen. Was ist für dich hier der wichtigste Inhalt oder vielleicht auch ein bisschen die Schlussfolgerung aus deinem Leben und aus deinen Erfahrungen? Ja, die Schlussfolgerung ist folgendes, dass ich wirklich mich, also durch diese, durch Zufall, also durch diesen, wie soll ich sagen, also das Vorsehen, ne, kann man so sagen, weil mein Vater hat diese Vorsehen also vertraut und weil er alles aufgegeben hat, nachdem er mir nichts mehr weitergeben kann, also aus seinen kleinen Mitteln, bin ich durch diese Vorsehen nach Österreich gekommen, habe ich also die Möglichkeiten gefunden, also die ich nicht gehabt habe, und ich habe sie wirklich gut ausgenutzt und das Beste daraus gemacht. Und so habe ich mich entschlossen, mich hier in Österreich, in Neigraben in Österreich niederzulassen und möchte, dass Leute mit mir, also wie Patrick also Ihnen vorgelesen hat, diese vier Welten von mir mit mir durchgehen und sie immer noch erinnern an mich, dass ich eigentlich in diesen vier Leben gelebt habe, nämlich dieser Welt, der Welt meiner Kindheit und der Welt, meiner Welt als Sehender und meiner Welt als Nichtsehender, als Blinder und meine Welt vor der vielen Möglichkeiten, die ich in Österreich gefunden habe. Und ich hoffe, dass ich also diese Hürden, denen ich begegnet habe,
in diesen vier Welten also mit Vorzug also bekämpft habe und erfolgreich also bekämpft habe, ja. Und ich möchte also durch mein Leben also junge Leute ermutigen, inspirieren, also nicht aufzugeben, egal was man in diesem Leben in seinem Leben erfährt, sondern es gibt immer einen Ausweg, einen Weg des Erfolges. Und für ältere Leute meiner Generation, und sie können sich noch erinnern an ihr Schicksal und auch in irgendeiner Weise auch mein Schicksal bewundern. Und so habe ich das Buch also beendet, ja, dass nicht diese Geschichte verloren geht. Danke. Vielen, vielen Dank, Smart, für diese letzten Worte, aber auch für die beeindruckenden Episoden aus deinem Leben. Dr. Smart Ese ist ein Beispiel dafür, was man aus dem eigenen Leben machen kann, egal ob mit Behinderung oder ohne Behinderung. Licht für die Welt setzt sich dafür ein, diese Chancen möglich zu machen. Dort, wo medizinische Hilfe möglich ist, blinden Menschen das Augenlicht wiederzugeben und dort, wo Menschen mit Behinderungen, Kinder mit Behinderungen eine Chance brauchen, genau diese Chance auch möglich zu machen. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie diese Bemühungen unterstützen und gemeinsam Chancen schenken. Dankeschön.